Meine Lieben, wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu der Wochenbotschaft. Der Botschaft, in der wir einmal in die kommenden 7 Tage hinein schauen, welche Botschaften ich euch da überbringen darf. Wie immer starten wir mit dem schamanischen Seelenorakel, wo wir einmal erfragen wollen, was ist denn wirklich wichtig für dich in den kommenden 7 Tagen, worauf sollst du vielleicht achten oder was kann und darf in die Heilung gehen. Dann werden wir mit den Lenormand-Karten 3 Hauptenergien erfragen und da noch ganz genau drauf schauen. Schaut doch gerne mal in euren Aszendenten. Bei mir ist es der Löwe und der Löwe stellt sich ganz oft vor meiner kleinen, sensiblen Krebsseele auf und brüllt, damit ich nicht wieder 2 Schritte zurückgehe. Ja, wir starten mit dem schamanischen Seelenorakel und bei dem ist es wichtig, wie herum die Karten fallen. Denn liegen sie richtig herum, gilt es als Einladung an euch. Hingegen haben sie sich umgedreht, sollte das eine Botschaft zur Heilung als Medizin dienen. Ui, das ging schnell. Der Stillstand. Ja. Ach, darauf möchte ich noch eine Phönix-Energie unterstützend oder bestätigend. Wir werden sehen. Eine Phönix-Energie auf den Stillstand für meine Widder noch, bitte. Deine Persönlichkeit. Der Stillstand umgedreht als Heilung an dich gedacht. Vielleicht hast du schon eine ganze Weile zugeschaut, hast dich rausgenommen aus einem Thema, hast dich nicht geäußert, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht aus Rücksichtnahme, möglicherweise aus Angst. Dir hat der Mut gefehlt, einmal auf den Tisch zu hauen. Oder du hast dir Sorgen gemacht oder es hat einfach wehgetan, deinen Standpunkt zu vertreten. Der Stillstand als Medizin fordert dich jetzt aber auf, nicht mehr still zu stehen. Mit der Persönlichkeit daneben, was sich herrlich ergänzt, sagen die Karten dir, für die kommenden 7 Tage steh für dich ein. Schweige nicht mehr. Geh raus, zeig, wer du bist, zeig, was du willst. Hier soll eine Ruhephase, möchte ich sie jetzt vielleicht einmal nennen, unterbrochen werden. Hier geht es darum, absolut für deine Wünsche, deine Ziele, deine Emotionen, ja, einzustehen und klar und deutlich zu äußern, was dein Weg ist, was deine Gedanken sind, was du fühlst. Ganz klare Botschaft, raus aus dem Stillstand, aufhören zu schweigen und Kante zeigen. Bin gespannt, vielleicht mit den Lenormand-Karten werden wir ein Thema sehen dürfen. Zur besseren Verständnis, wenn die Dame fällt, ist das die Energie des Zuschauers. Egal, ob du als Mann oder als Frau hier heute dabei bist. Und wenn der Herr fällt, geht es um ein mögliches Gegenüber. Das macht es einfacher. In den persönlichen Legungen ist das nochmal anders, aber hier in der allgemeinen Botschaft habe ich das mal so festgelegt. Es ist, ja, klarer für euch. Gut, 3 Hauptenergien. Was ist denn das Thema in den kommenden 7 Tagen? Und da habe ich auch noch vergessen zu sagen, das sind zeitlose Videos. Das bedeutet, in dem Moment, in dem dich diese Botschaft erreichen soll, wirst du sie finden und erst dann beginnen die 7 Tage zu laufen. Da hätte ich jetzt gerne noch 2 Hauptenergien, 2 Botschaften zum Thema der Woche. Und eine noch bitte. Die Schlange, der Stern und die Zeit. Gut, unsere geliebte Schlange. 3 Möglichkeiten des
Deutens. Einmal, da ist jemand, der ist dir nicht ganz wohl gesinnt. Die Schlange kann eine Rivalin sein, kann jemand sein, der dir immer in die Suppe spuckt, dir permanent Steine in den Weg legt. Vielleicht deswegen die Zeit, jetzt endlich mal zu sagen, so geht's nicht weiter, das will ich nicht mehr Kante zeigen. Des Weiteren kann die Schlange auch sein, dieser Weg, für dich einzustehen, deine Persönlichkeit zu leben, kann eine Heilung für dich bedeuten. Dritte Möglichkeit, der lange Weg. Du schluckst schon ganz lange das runter, was du eigentlich sagen oder tun möchtest. Definitiv ist, dass es an der Zeit ist, in die Klarheit zu gehen. Der Stern, die Klarheit, wie ich gesagt habe, klare Worte, Kante, bekennen, aber auch die Wunscherfüllung und die Karte, die sagt, erwarte Wunder. Jeder von euch steckt in seinen eigenen Schuhen, ist auf seinem eigenen Lebensweg unterwegs und entscheidet auch ganz individuell. Darum kann die Schlange für jeden von euch etwas anderes bedeuten. Definitiv für euch alle ist es aber an der Zeit, klare Linie zu fahren, klar zu sehen und das auch zu äußern. Auf die Schlange, welche Botschaft dürfen wir weiter erhalten? Der Stern, okay, und auf die Zeit 4 Karten. Na, da bin ich jetzt gespannt. Ja, schaut euch das an. Auf der Schlange die Ruten, auf dem Stern die Vögel, der Kompass, ein Gegenüber zeigt sich, der Baum und die Lilie. Ja, die Ruten. Da muss endlich mal Tacheles geredet werden. Da muss mal so richtig ordentlich durchgefegt werden, etwas bereinigt. Ja? Die Ruten sind immer so das Zeichen von Gesprächen. Aber keine Gespräche, wo man so so an der Oberfläche kratzt, sondern die gehen in die Tiefe. Da kommen wirklich Dinge auf den Tisch, die gesagt werden mussten. Da hast ein bisschen Bammel vor, ne? Die Vögel, Ängstlichkeit, Aufregung, Nervosität. Möglicherweise geht es aber auch, wenn die Schlange jemand ist, der dir in die Suppe spuckt. Das kann eine Kollegin sein, es kann eine Rivalin sein, es kann eine Freundin, Familienmitglied, egal. Dann kann da Geschwätz dahinter stecken. Die Vögel sind ja immer am Zwitschern, was bedeutet, da wird viel geredet. Möglicherweise weißt du das, es geht dir auf den Wecker. Du hast bis jetzt nichts gesagt, aber hier hast du jetzt wirklich einmal durchzufegen und alles, was dich belastet, rauszulassen. Es ist an der Zeit für ein mögliches Gegenüber. Das kann die Person sein, es kann jemand ganz anders sein, es kann ein Kollege, eine Kollegin, ein Herzensmensch, wenn es auch hier mit einer Rivalin zusammenhängt, zu tun haben. Du hast auf jeden Fall, er wird den richtigen Weg finden. Der Kompass zeigt ihm den Weg. Wir haben hinter uns oder hinter ihm die Stabilität, das Wachstum liegen und die starke Anziehungskraft. Die Lilien sind eine Anziehungskraft, auch eine sexuelle Anziehungskraft. Vielleicht warst du hier wirklich in einer Dreiecksgeschichte. Da war so, ja, man hat eine Affäre gehabt, man hat sich getroffen. Möglicherweise hast du dazu lange geschwiegen, hast es lange mitgemacht. Jetzt ist es aber an der Zeit zu sagen, nee, darauf habe ich keinen Bock mehr. Ich möchte nicht die Dritte im Bunde oder der Dritte im Bunde sein. Dann wird deine Aussage ihn dazu bringen, seinen Weg zu finden. Und der Weg ist das Wachstum und die Stabilität. In welche Richtung? Da müssen wir jetzt noch näher drauf gehen. Und da schauen wir jetzt gleich weiter. Die Route. Aber auch, wenn du auf einen Kollege schaust, ist die Aussage im Grunde genommen die gleiche. Da muss etwas bereinigt werden, damit hier, ja, die richtige Richtung gefunden wird, in die Stabilität.
auf die Routen hätte ich gerne eine Botschaft noch. Und auf euer Gegenüber. So. Ja. Die Karten sprechen wieder herrlich miteinander. Die Eulen. Gespräche treffen. Die Eulen, weise Tiere. Man sagt ihnen nach, sie sind weise. Sie sehen im Dunkeln unglaublich gut. Kein Mäuschen kann sich vor ihnen verstecken und sie können ihr Köpflein so herrlich in alle Himmelsrichtungen drehen. Die Gespräche und die Routen zusammen, das werden Gespräche sein, die nicht nur einfach einmal durchfegen, Tacheles reden, nein, sie haben Substanz, denn die Eule ist weise. Die Eule wird sich sehr gut überlegen, was sie spricht. Da geht es um eine Öffnung, ja? Man will sich öffnen, davor hat man zwar Angst, aber es ist auch der Wunsch, man möchte die klare Sicht haben. Das Gegenüber wird auch versuchen, durch diese Gespräche eine Brücke zu bauen, denn die Brücke, die liegt ja jetzt hier. Durch das, dass du aus deinem Stillstand rausgehst, Persönlichkeit zeigst, sagst, so nicht mehr, kommen Gespräche zustande, die richtungsweisend sind. Da wird sich geöffnet werden in den Gesprächen. Beide werden sagen, was sie empfinden, was sie zum Wachstum bringen wollen. Und dann wird man diesen Graben, der sich hier möglicherweise zwischen euch aufgetan hat, mit dieser Brücke überwinden. Kann natürlich ein Freund, ein Kollege sein, mit dem endlich mal gesprochen wird, damit eine klare Linie vorgegeben wird. So, auf die Eulen, die letzte der Reihe. Was darf ich da noch für Botschaften erhalten auf dem Park? Der Park ist immer entweder sich öffnen oder in die Öffentlichkeit gehen. Möglicherweise findet dein Gegenüber jetzt den Weg, zu dir zu stehen, das mit dir öffentlich zu machen, wenn es bis dato ja im Geheimen ablief. Aber wir sind gleich ein Stückchen schlauer. Ja, schaut her. Jo, genau das, was ich gerade gesagt habe. Die Gespräche werden zu einer Entscheidung führen. Die Treppen ist das Zeichen einer Entscheidung, nämlich die linke, nämlich die rechte Türe. Bis dato kein Plan. Ja? Kommt eine Entscheidung, wie wird sie ausgehen? Das lag im Dunkeln. Hier liegt das Geheimnis drauf. Also bei einigen von euch ist das wirklich miteinander eine geheime Kiste. Nichts, was in die Öffentlichkeit gegangen ist. Aber, meine Lieben, die Sonne scheint auf das Geheimnis und das Buch geht mit der offenen Seite nach außen. Wie schlagen wir ein Buch auf? So. Und das bedeutet, hier wird ein neues Kapitel eurer Geschichte geschrieben werden. Es wird eine Entscheidung gefällt, die bis dato im Dunkeln war. Durch diese Gespräche, durch das, dass du Kante zeigst. Und die wird zu einem neuen Kapitel. Da werden neue Seiten eurer Geschichte beschrieben. Super, super schöne Botschaften. Und das kann ja mit dem Beruf, mit einem Umzug, mit einer Ausbildung, mit einer Wohnung zusammenhängen. Aber definitiv eine Person spielt da eine Rolle, ob es schon lange so geht, ob es jetzt in die Heilung geht oder ob es eine Person gibt, die euch die ganze Zeit in die Suppe gespuckt hat, das werdet ihr wissen. Wir schauen mal, weil ja jemand gefallen ist, ein Gegenüber und viele von euch ja auch auf einen Herzensmenschen schauen, was die kleinen Herzorakelkarten sagen. Und ich weiß auch, dass bei einigen ja
immer auf eine Entscheidung gewartet wird und dass es auch teilweise ja, eine dritte Person in dem ganzen Geschehen gibt. Dein Hilferuf ist schon angekommen, dein Gebet wird erhört werden. Wunderschöne Aussage, wenn ihr hier den Wunsch manifestiert habt, nach oben gegeben habt, im Vertrauen seid, sagt euch die geistige Welt, hey, wir haben dich erhört. Dein Wunsch, dein Gebet ist erhört worden. Ja, die Liebe ist gefallen, ne? Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Ja, die Antwort in den Gesprächen, die definitiv stattfinden müssen, denn du hast ja jetzt aus dir herauszukommen und zu sagen, was du möchtest. Die nächste Karte. Eine große Liebe steht vor der Türe. Lass sie herein. Und ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Das hast du immer. Das sollte jeder von euch haben. Und wenn dieses aus dir herausgehen, Kante zeigen, das Ergebnis ist, dass du sagst, so, ich mache das nicht mehr mit, ich habe die Schnauze gestrichen voll, dann ist es so. Dann ist es das, was für dich richtig ist in diesem Moment. Welcher Engel begleitet dich denn auf diesem Weg? Das sind super, super schöne Karten, denn da soll Bewegung reinkommen. Ja? Der Kompass, wie gesagt, der zeigt den Weg an und die Wege sind gefallen. Was zeigt? Da kommt nicht nur das Zeichen hier entlang, sondern du stehst auch vor einer Entscheidung oder ihr steht vor einer Entscheidung. Und bei den Karten, die auf die Liebe schauen, hier wird sich jemand für die Liebe entscheiden, einen Weg für euch beide über den Graben finden. Welcher Engel begleitet euch, triggert euch, stupst euch an, nimmt euch in den Arm? Engel der Zeit, die schönste Zeit deines Lebens steht dir jetzt bevor. Alles Gute ist auf dem Weg zu dir. Wenn das keine wunderschöne Abschlussbotschaft ist, weiß ich auch nicht. Ja, mein Wunsch, mit diesem Video euch zum Lächeln zu bringen, dass ihr wieder Hoffnung schöpft, Mut habt, auch Mut habt, zu euch zu stehen. Denn ihr seid der wichtigste Mensch in eurem Leben. Ja, wenn ihr noch so ein bisschen hadert, nicht wisst, soll ich nicht, wie, wo, was, warum, eine persönliche Legung wünscht, dürft ihr natürlich gerne unten in der Infobox meine WhatsApp-Nummer notieren oder im Abspann mich anschreiben. Wir telefonieren und besprechen alles Weitere. Schaut auch gerne auf meinen neuen zweiten Kanal Auroras Hexenkessel. Da kommt immer ein Thema aus dem Hexenkessel, zu dem die geistige Welt an dem Tag eine Botschaft überbringen möchte. Und ich freue mich natürlich, wenn die Community dort auf dem Kanal genauso wächst wie unsere hier. Wenn ihr uns begleiten möchtet, unsere Community Woche für Woche, Monat für Monat mit diesen Botschaften, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr ganz kostenlos und unverbindlich das Abo-Glöckchen drückt. Und über eure Likes, über eure wundervollen Kommentare oder Emojis. Da geht mir echt das Herz auf, damit macht ihr mich glücklich, damit zeigt ihr mir eure Wertschätzung für meine Arbeit und ja, dann geben wir uns gegenseitig etwas Schönes zurück. Ich schicke euch jetzt ganz viel Kraft, vor allen Dingen ganz viel Kraft, rauszugehen, zu euch zu stehen. Ich schicke euch ganz viel Liebe und ganz viel Licht. Das ist eine sehr positive Botschaft und sie wird euch bestimmt den Weg zu dieser Brücke über diesen Graben zeigen. Und ich drücke euch ganz fest, ihr seid einzigartig und wundervoll und bis dahin bin ich und bleib ich eure Aurora. Ich freue mich darauf, euch bald hier wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss und Servus.